Meine Damen und Herren, ich eröffne die Plenarsitzung. Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Es sind zur Tagesordnung noch zu erledigen die Punkte 1, 2, 26 bis 28, 31 und 76. Auf Wunsch der antragstellenden Fraktion wird Tagesordnungspunkt 68 gemeinsam mit 4 aufgerufen. Gestern Abend haben der Innenausschuss zusammen mit dem Unterausschuss Datenschutz sowie der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss getagt, um bei einigen Gesetzentwürfen eine dritte Lesung vorzubereiten. Zu den auf den Ausschusstagesordnungen stehenden Gesetzentwürfen wurden entsprechende Beschlussempfehlungen erstellt, die gestern Abend in Fächern verteilt wurden. Die dritten Lesungen stehen nun in den Tagesordnungspunkten 93 bis 95. Auf dem Nachtrag der Tagesordnung werden am Donnerstag aufgerufen. Wir tagen heute bis 18 Uhr, Mittagspause von 2 Stunden. Wir beginnen mit Top 75. Nach der Mittagspause geht es weiter mit 6 bis 24. Es fehlen heute entschuldigt die Frau Staatsministerin Puttrich ab 12.45 Uhr und der Abg. Gröger, der erkrankt ist. Zu Beginn der Mittagspause wird die Ausstellung Die Rolle deines Lebens in der Ausstellungshalle eröffnet. Dazu lade ich Sie alle sehr herzlich ein. Heute Abend ab 19 Uhr findet der Parlamentarische Abend der Initiative Gesundheitswirtschaft Rhein-Main im Restaurant des Hessischen Landtags statt. Und um 19.30 Uhr wird die Fußballmannschaft unseres Landtags gegen eine Flüchtlingsmannschaft des TSV Pleitenstadt antreten. Soweit die amtlichen Mitteilungen.